Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit der ausgelockten, reizenden Assistentin. Hallo. Warum sie ausgelockt ist, sie muss einmal kurz Fallout neu starten. Der Soundbug bringt sie um. Naja, nicht wirklich, aber... Er nervt. Unsere Gäste tragen wirklich die faszinierendste Bekleidung. Das heißt, sie ist gleich wieder da. Sehr. Und Sweetie? Ja, ich wollte gerade sagen. Leider bin ich. Oh. So, und hier Honig. Kommen Sie. Wunderbar. 74. Ja, wenn wir jetzt den gesamten Campenpark durchziehen, der sich mir jetzt noch aufschließt, dann passt das. Dann dürften wir schon fast an der 90 dran sein. Dann müssten wir, glaube ich, schon in dieser Folge kaufen gehen. Oh. Ob ich das ohne Radhirsch überhaupt denn noch schaffe? Ja, das könnte schwierig werden. Ohne den Hirsch. Wollte ich gerade sagen, weil ich hier gerade dieses Weihnachtsbild hatte. Mhm. Dann nimm doch deinen magischen Sack, aber... Hätte jetzt nicht gepasst. Ja, den magischen Sack, den habe ich hier leider nicht. Oh, ein neues Bärchen. Ein neues Bärchen? Also, ich muss Bärchen, Portmann. Muss Säure haben. Aber das ist ein Schmusebärchen, Mausi. Nee, es gibt nur einen. Der hängt gerade nicht bei mir rum. Achso. Bist du sogar. Im Campenpark. Der ist gerade im Campenpark. Also. Ich bin aber ein Schildkrötenbär, Schrägstrich Bulle. Du hast Gorilla vergessen. Ach ja, Gorilla bin ich ja auch noch. Silberrücken war ich ja. Er ist doch ein Gorilla. Ja, aber ich bin nicht. Wenn, dann will ich schon der Alpha sein. Wenn schon, denn schon. Aber Silberrücken ist Schrägstrich Gorilla. Also, das ändert nichts. Ja, aber ich will Alpha sein. So. Ja, ich will Alpha sein. Ja, bist du noch ein automatisch, Mensch. Alter. Gewinnen Sie als Preis? Diese männliche Komplexe. Nee, nicht männliche Komplexe. Banane, schmeiß. Vorsicht, heiße Banane. Daten des Persönlichkeitsmoduls fehlgeschlagen. Standard Persönlichkeit initialisiert. Jetzt stelle ich mir gerade was richtig Stand schön Perverses ID vor. Was machen Affen im Zoo? Und mit was schmeiße ich gerade? Mit heißer brauner. Ja, das war das Rätsel. Das Rätsel wurde enträtselt. Achso, ich habe was anderes gedacht, schade. Wieso? Was hast du gedacht? Oh, hallo! Was wirklich Heißes. Wollen Sie es nochmal versuchen? Ja, was denn? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Also ich habe mir jetzt dampfende Würstchen vorgestellt. Okidoki. Ja, und ich habe mir eine Banane- und Schokosoße vorgestellt. Ach so. Wir gerade von heißen Bananen gesprochen haben. Na, meine Bananen sind doch nicht heiß. Sie sind juhu. Das auch. Die sind zum Schreien komisch. Zum Schreien komisch? Na, das sind die Würstchen. Mit Gurkenwasser. Mit Gurkenwasser. Stimmt, das bin ich ja auch noch alles. Oh Gott. Ich habe den halben Tierkreis schon durch, was ich bin. Die halben ekligen Sachen, die es gibt, die bin ich auch schon gewesen. Meine Güte. Und so, Kinderchen, entstehen Supermutanten. Erklärt die grüne Farbe. Das kann ich dafür, wenn du manchmal aussiehst wie ein Gorilla. Wieso sehe ich aus wie ein Gorilla? Wieso ein hässlicher Affe, ja? Wieso? Gorillas sind doch nicht hässlich. Ne, ich stelle mir dann immer irgendwie so einen Affe vor mit Schmolllippe. So. Ich schmoll jetzt in der Runde. So, ihr verbietet mir nicht mein Juhu. Oh, kommt ihr denn auf einmal her? Ihr werdet doch alle zu grüner Suppe.
Es gibt atomaren Müll. Grüne Suppe. Lecker grüne Suppe. So, dann können wir hier einmal Flipse Flips machen. Siehst du? Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Juhu! Sie haben das Spiel gewonnen. Aus der... Nee, da oben steht er. Na, Moment, ich muss nachladen. Flup. So, dann essen wir jetzt noch ein paar leckere Hot Dogs. Okay, Honey. Hot Dogs. Fertig. Los. Na, war schon wieder viel zu früh. Mal schön diese wunderschönen, vulgären Röpsis. Ups. Ja, musst du gleich mal einen Röps lassen. Wenn ich das nächste Würstchen hab. Da, so, jetzt musst du. Ich muss grad nicht. Außerdem ist es unmöglich, jetzt Mikro zu röpsen. Nein, du sollst dieses... Oh, du hast es nicht verstanden. Mensch, ja, das hab ich. Du hättest jetzt den Soundeffekt machen müssen. Röps. Röps. Ja, jetzt ist ja zu spät, jetzt habe ich schon aufgegessen. Ach, Mausi, halte dich an das Skript, was nicht existiert. Wollte ich gerade sagen, was für ein Skript? Das Skript bei umschwärmt, was schon seit 9 Minuten läuft. Ach je. Nerv ich dich? Du ach je. Soll ich dich kitzeln, komm? Gut. Katzen an die Macht. Schon wieder. Nee, immer noch eigentlich. Immer noch. Na gut, dann. Fehlgeschlagen. Okay. Nee, das steht nicht viel. Irgendwann kommen sie an die Macht. Nee, im Schwärmt. Und was ist mit meiner Powerrüstung los? Schaust du mal? Das sieht irgendwie verkehrt aus, oder? Ein halber Bildschirm ist bedeckt. Nicht nur das. Der Arm ist nicht richtig angesetzt. Man erkennt drunter, dass... Stimmt. Das nicht richtig ist. Gut, steigen wir erstmal aus. Was ist mit der Powerrüstung los? Die hat doch jetzt die letzten Tage nicht so rumgebackt. Mein Skin spinnt. Das ist der Spinnskin. Natürlich bin ich jetzt natürlich auch noch mal überladen. Weißt du, was ich klasse finde? Was denn? Man kann im Vault Bäumchen aufstellen. Natürlich. Alles, was du hast, kannst du hinstellen. Stimmt nicht. Wieso? Was kannst du nicht hinstellen? Mein funktionierenden Grill, der oben funktioniert. In den Grill von oben, der unten nicht funktioniert. Muss ich gerade überlegen, welchen Grill meinst du? Ja, diesen Herd. Ach so, den. Aber eigentlich müsstest du den hinstellen können. Es sei denn, du hast den Bauplan nicht. Irgendwas läuft hier gerade megamäßig schief. Als wenn ich 200 Kilo überladen bin. Also erstens, ich bin gerade mega verwirrt im Kopf und zweitens, guck, wie viel überladen bist du? Eigentlich nur gerade mal so 20. 20 Kilo. Hier läuft heute schon wieder viel schief auf dem Server. Zum Glück sind wir bald durch mit den Aufnahmen. Denn dann kann der Server sich zur Ruhe betten. Ich kann sagen, ich gebe mal eine Nickernick machen. Dann ist er uns los. Hä? Ja, dann ist er uns los. Hab ich jetzt einen Tee oder so? Wieso?
Ganz kurz beantworte ich dir gleich, ja? Okay. Dann beantworte mir das gleich. Ich habe doch eben gerade Krabbelfächerjagd abgeschlossen. Wieso kann ich das jetzt nochmal machen? Weil, sobald du dich ein- und ausloggst, taucht das nochmal auf. Und du kannst es nochmal machen. Und ich dachte schon, ich bin doof im Kopf, weil ich ein bisschen müde bin. Nö. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Nein, alles gut. Alles gut, Marzi. Das gehört dazu, das ist genauso wie mit Glückstreffer. Früher war das mal so. Da ging das nicht. Aber mittlerweile brauchst du dich eigentlich nur noch einmal ein- und ausloggen. Und dann kriegst du die Questen nochmal. Ich habe die Quest so lange nicht mehr gemacht, das war nicht mehr in meinem Gedächtnis drin. Ja, wie gesagt, das ist wie mit Glückstreffer. Glückstreffer ist ja auch einmal kurz ein Lock. In meine Löcher. Und du kannst neue Löcher haben. Also kannst du so viele Baggerkarten und so weiter holen, wie du willst. Also wenn mein altes Loch aufgebraucht ist, brauche ich einfach nur Glückstreffer, dann habe ich ein neues Loch. Richtig. So ungefähr musst du es sehen. So pervers, wie du gerade gedacht hast. Das heißt, steckt in den einen Loch schon was drin, ne? Dann machst du einmal Glückstreffer, dann hast du kein Problem. Dann kriegst du gleich ein neues Loch. Ja, diese Möglichkeiten, die einem da offen stehen. das darf man bestimmt nicht sagen. Probier's aus. ich will dir keine Schwierigkeiten machen. Alles gut, Mars, alles gut. Das gehört mit zu Fallout dazu. Fallout ist ein Spiel, was ab 18 deklariert ist. Und wenn YouTube nicht hinkriegt und mir das sagt, dass irgendwie für, was weiß ich nicht, minderjährige, sechsjährige Puppe raushaut, dann tut's mir leid. Dann kann ich halt auch nichts dafür. Also, wenn es halt demonetarisiert wird, so wie die meisten Sachen momentan, dann ist das halt so. Kann ich ja sowieso nicht beeinflussen. Ich wollte eigentlich nur sagen, also, wenn man immer wieder neue Löcher dazu bekommt und die alten behält, wenn man sich immer ein- und ausloggt und dann die Löcher macht, ja? Ja. Ist ja Gruppengangbang nichts dagegen. Richtig. Hast du genug Löcher zum Stopfen dann? Weil du kriegst ja jedes Mal drei neue Löcher dazu. Jetzt hast du mir Lust auf Glückstreffer gemacht. Du bist schuld. Wieso bin ich immer schuld? Du bist schuld. Nicht wir. Wir reden hier die ganze Zeit über Löcher. Ja, Löcher. Ja, Löcher. Hast du was gegen Löcher? Nö, ich find's sehr schön. Gut, ich stehe jetzt nicht so wirklich auf Löcher, aber... Die Buddellöcher, die tiefen Löcher, die hohen Löcher. Ich bin eher für Würstchen im Pelzmantel. Eigentlich ohne Pelzmantel. Eigentlich ohne Pelzmantel. Oh Mann, jetzt geht's aber schon wieder pervers durch. Ich glaube, du darfst müde mit mir nicht aufnehmen. Du hast gesagt, es ist nicht schlimm. Ja, aber ich glaube, ich werde... das nochmal revidieren. Ich schäme mich dafür nicht, das weißt du. Nö, musst du ja auch nicht. Aber wofür ich mich jetzt schäme, ist, dass hier mein Stechflügler tot ist und dafür Hirsche jetzt hier waren. Hä? Ich brauchte doch Stechflügler hier. Habe ich mir auch halt gedacht. Ich brauche doch Stechflügler. Wieso, was brauchst du von dem denn? Ich brauche von denen gar nichts, sie brauchen Kill. Achso. Ich dachte schon, du brauchst was von denen, hätte es dir doch gegeben. Nee, den Stachel, den kannst du behalten. Ich hätte es dir voll gegeben, jo. Ja, den Stachel. Jo. Den Stachel. Echt mal, den Stachel. Achso, selbst ein. Ja, eben, drum. Stachel. Lass mich raten, die Stechflügel hast du schon alle geplättet. Hast du mir wenigstens einen übrig gelassen? Ich habe gerade drei gekillt. Okay, dann brauche ich nicht weiter gucken.
Es ist hart, hier über die Runden zu kommen. Kannst du sowas Süßes bitte machen das nächste Mal, nachdem ich mein Trink runtergeschluckt habe? Nein. Gibt es woanders auch noch welche? Ja, aber es sind alles größtenteils random Spots. Deswegen war das ja dieses wo kriege ich jetzt meinen scheiß Stechflügler her? Weil das Spiel wieder sagt, das will mich ärgern. Erst will es mir was Gutes tun, dann wird es mich ärgern, dann will es mir was Gutes tun. Das ist immer so Pendel, immer Achterbahn fahren, ne? Mal gut, ja. Mal schlecht. Such dir aus, was du haben möchtest. Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben, genau. So, wo hätten wir denn... Meine Kackanlage. Ja. Gibt halt ich habe so sie viel... Was? Nix, alles gut. Ja, Strahlenschlägerei bringt mich jetzt nicht weiter. Wir haben auch kein Event oder so. Aha! Oh, nee, was? Ich jetzt bin ich bin mich nicht jetzt mal raus. Boah! Die meisten Spots wurden ja jetzt dicht gemacht. Das ist ja das Problem. Sind zugedröhnt, ey. Ja, zugedröhnt bin ich auch. Bin bei der Riesentier kann er vielleicht nochmal Glück haben. Da habe ich mich nicht richtig umgeguckt. Da sind auch nochmal Krabbelfiecher. Könnten alles Mögliche sein. Geschichten am Lagerfeuer wären jetzt cool gewesen. Das war ein Blutkäfer, Junges. Das ist falsch. Oh no! Oh my God! Na, jetzt hättest du sagen müssen, holy shit! Mir ist eher das, was du mir letztens gezeigt hast, eingefallen. Und das könnte ich jetzt nicht machen, weil das bestimmt falsch klingt. Wieso? Welches? Der Spielfolge. No, 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 oder was? Oh, yes, yes. Deshalb, ich darf sowas nicht machen, sonst klingt das falsch. Ja, dann hättest du ja wenigstens das, ne- also das No nehmen können. Ja, das klingt ja auch falsch. Ja gut, wieso? No, no, no. Das ist auch wer nur weiß, eine Bad-Liga. In welchem Zusammenhang das gesagt wird. Tja, den Zusammenhang suchen wir uns aus. Den legen wir fest. Okay. Da ist was in der Nähe. Ja. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Da ist Sommerschlussverkauf. Ach so. Siehst du? Deswegen hat er sich auch einen eingelacht hier. Der war wirklich voll am Arsch. Ihr hättet mich nicht anschießen können. Erst dachte ich, das ist jetzt hier irgendwie ein random Encounter oder so, aber eigentlich nicht. Zumal die kamen hier hoch. Sehr mysteriös. Komplex. Nee, komplex ist es nicht mehr. Mit komplex, das streite ich ab. Das hat nichts mehr mit Komplexität zu tun. Also kippt es nicht um wie die Tüte Milch, ja? Nein. Es darf nicht mehr umkippen. Ist copyright-mäßig geschützt. Ach, halt, schnell, bevor sie reißt. Halt, stopp! Was willst du denn? Ich will dich als Portpunkt ausbenutzen. So, jetzt kannst du wegfliegen. Flieg, mein Mausi, flieg! Ohne Weitrück, ist sie da? Wir müssen dir wirklich eine Power-Rüstung mit Jetpack bauen. Den wird's doch passen. Oder wir holen dir die Secret Service und dann klatschen wir da das Jetpack drauf. Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist das Mausi-Jetpack. Es ist das Mausi-Jetpack.
So viele Kürbisse gibt es. Ich sehe da. Wieder. Apropos Flugzeug. Ich habe mir das Ding noch gar nicht richtig angeguckt mit, na, wie heißt das? Aber mir kommt der Name nicht. Komm mal runter, du Weib. Das kaputte Flugzeug, was es auch als Generator gibt. Irgendwie so. Das habe ich mir noch gar nicht mal richtig angeguckt. Ich habe mir das jetzt so zugewiesen und habe mir gesagt, jo, ein riesen Flugzeug. Weil am Bild hat man schon gesehen, wie groß das ist. Dann habe ich mir gedacht, jo, das wirst du dir nirgendwo hinstellen können, weil kein Platz. Ja, und mit Kinderwagen wird auch nochmal Fußball gespielt hier. So, Lederrüstung, regenerieren, jawoll. Und jetzt können wir noch eine, können wir nicht noch eine, können wir noch eine? Oh, was hatten wir jetzt eigentlich bei Verteidiger? Hoffen wir mal auf das Beste. Stimmt, ich könnte doch oben... Bei Dolzotz hast du aber oben nicht richtig sauber gemacht, oder? Nö. Nur Bärchen weggemacht, nicht hinten zum anderen Haus drüber gerannt. Beim zweiten Mal nicht, ne? Okay. Da könnten wir vielleicht da nochmal Glück haben. Ansonsten kriege ich die heute, glaube ich, nicht mehr fertig. Denn es ist eine Wartequest. Warten Sie auf den nächsten Tag. Wie ist es bei Charleston immer? Bei Charleston? Da kappelt der Building. Was? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, Maus. Beim Arbeitsamt von Fallout. Einen schönen Tag noch. Nee. J47? Was? Ich weiß nicht, was du möchtest. Ich weiß gut, ich bin selber noch. Ich weiß nicht, was du. Ich weiß jetzt echt nicht, was du möchtest, Maus. Tut mir leid. Was die da immer sagen, wenn man warten soll. Gesetzliche Kaffeepause. Nee. Nee. Ich habe das so häufig gemacht. Ich habe sämtliche Texte zwar jetzt im Kopf, aber ich weiß nicht, welchen du jetzt genau meinst. Na, ich geh gucken. Ich will's wissen. Okay, bin ja mal gespannt. Müsst ihr doch sagen, oder nicht? Ich weiß nicht, was. Ich weiß ja noch nicht mal, was sie sagen sollen. Aber ja, ich denke mal, die werden es sagen. Ich hoffe es. Ich will's wissen. Was mache ich mir jetzt ein Level 1 und geh hier hin und frage nach? Mach's dir doch einfacher. Guck den besten Fallout-YouTuber, den es je gab. Weil der hat das alles schon auf Folge. Ich guck jetzt nicht auf Folge. Du willst jetzt nicht alle 1400 Folgen gucken, oder was? Ja. Du musst doch nicht alle 1400 Folgen gucken. Gib einfach mal einen Arbeitsamtfolge, da wirst du definitiv finden. Ach, da hinten bist du. Dann gib mal deinen Kleber gleich ab hier. Brauchst du eh nicht. Aua. Geh weg. Da hinten ist er. Na. So, noch mal ein bisschen Ruhe ist best. Da haben wir noch einen. Bisschen Blei im Angebot. Da. J47. Mich noch nicht mitgekriegt. Beeil dich! Boom! Gesessen hat schon mal.
Und hört mal auf mit euren Giftspuckerei hier. Du bist blutrünstig und nicht giftig. Und fertig. Haben wenigstens ein paar Ressourcen noch reingekriegt. So, da hätten wir jetzt noch den letzten beim Dolz Ausguck da oben, die Hütte. Das wäre jetzt noch meine letzte Anlaufstelle. Meine allerletzte. Oh, Bärchen ist schon wieder da. Das heißt, es könnte glücklich sein, wenn wir hier jetzt Insekten drin haben. Dann haben wir im anderen Haus nämlich auch Insekten drin. Das heißt, ich könnte einen Stechflügler finden. Und eine Kakerlake. Wir haben hier ein Moskito, wollte ich gerade sagen. Ein Blutkäfer. So, Zäckchen. Komm her. Gut. Dann hier schnell rüberrennen. Und mit ein bisschen Glück habe ich eine höhere Stufe. Und was ist los, Maus? Die sagen das leider nicht mehr. Wahrscheinlich nur, wenn du die Quest hast. Naja, haben keine Stechflügler hier, sind wieder nur die Vampire der Nacht. Und kein Block 47 dabei. Nee. Der kommt 2360 Jahre zu spät. Kam da nicht 200 Jahre zu spät? Nein, 2000 bei mir. Meine Zeitrechnung wird gezählt. Nicht die von Fallout. Ich finde das cooler, wenn du 2000 Jahre zu spät kommst. Und warum gehen hier die Türen immer auf und zu? Ist doch schlimm. Hör auf damit. Auch keinen Lack gehabt. Deine Wahrscheinlichkeit war einfach zu gering. War einfach zu gering. So, gut. Aber nichtsdestotrotz hat mein Charakter jetzt Hunger und wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.